Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Enderal. Wir sind mit Kalia wieder vereint und haben jetzt das erste Mal ihre Fähigkeiten als Hexe gesehen oder ihre Hexenfähigkeiten. Hier haben wir noch ein magisches Symbol, das wir mitnehmen können. Und schon mal 10 Stück. Du guckst da unten weiter, das ist ja auch gut. Was haben wir denn hier? App. Da geht es erstmal nicht raus. Können wir denn hier noch irgendwas Schönes plündern? Dumm-di-dumm-di-dumm. Nein, da ist Kohle drin. Also können wir plündern. Bringt uns aber nicht allzu viel. Ebenso wenig wie dieses Hufeisen dort. Hm? Hier ist... Ach, hier scheint wohl das Lager der Banditen zu sein oder die Tür, die zugefallen ist. Und ich bezweifle, dass es die Früchte ehrlicher Arbeit sind. Das war's dann also? Sie sind hierher geflüchtet, um ihr Diebesgut zu schützen? Bringen wir es zum Orden. Vielleicht können wir so herausfinden, wem es gestohlen wurde. Ja, ich meine... Keinen Schritt weiter. Wer seid ihr? Keiner von denen. Bitte tut mir nichts, ich... Oh, verdammt. In was für einen Mist habe ich mich da bloß reingeritten? Keiner von denen? Wer seid ihr dann? Hallis. Hallis Sommerstein. Ich bin nur ein einfacher Mann meines Pfades Bauer. Hab meinen kleinen Hof, meine Gefährtin und meine 2 Töchter ein paar Meilen von Ark. Vielleicht kennt ihr ja eine meiner Töchter. Eine von ihnen verkauft unser Brot immer auf dem Arker Marktplatz. Brot? Das schlanke Mädchen mit den blonden Haaren? Ja, dann wisst ihr, dass ich die Wahrheit sage. Das ist meine kleine Surta. Meine kleine Surta. Ja, wo habt ihr euch da eigentlich reingerittet, Ritten? Würde mich auch interessieren. Ja, ja, natürlich. Ist euch der Großjunker Borek ein Begriff? Borek? Das ist einer der einflussreichsten Landwirte der Bauernküste. Die Stadtgarde und der Orden beziehen ihre Nahrung von seinen Höfen. Was ist mit ihm? Alles. Es ist seine Schuld, der ganze Mist hier. Er ist ein Wegeloser. Nichts weiter als ein verdammter Wegeloser, das schwöre ich euch. Wieso? Weil er ein Verbrecher ist. Glaub mir, ich weiß, wie das klingt, aber es ist die Wahrheit. Er verlangt so hohe Abgaben von seinen Pächtern, dass uns kaum noch was zum Leben bleibt. Und jeden, der nicht zahlen kann, schickt er seine Prügelknaben vorbei. Aber das ist nicht alles. Er hat Verbindungen zur Ralata. Die Ralata? Ihr meint diesen Kult aus der Unterstadt? Was denn sonst? Die hohen Tiere der Ralata denken, sie stehen über dem Pfad, über den Lichtgeborenen, einfach über allem. Genau deshalb können wir ja nichts gegen Borek und seine Lakaien unternehmen. Versteht ihr? Und lasst mich raten, dieses Gold gehört Borek und ihr hofft, dass seine Machenschaften und seine Grausamkeiten den Diebstahl rechtfertigen. Nein. Nein, das ist nicht sein Geld. Ich hatte Schulden. Irgendwann vor 3 Jahren hat das alles angefangen. Wir hatten eine schlechte Ernte und ich konnte die Abgabe nicht mehr zahlen. Und wenn das passiert, dann verlangt Borek Zinsen. Tja, und den Rest könnt ihr euch denken. Okay, ja, die Schulden werden immer mehr und ihr habt nach einer Möglichkeit gesucht, sie schlagartig zu begleichen. Ja. Ich wusste von einem Freund aus der Unterstadt, dass dieser Karek und seine Bande Menschen helfen, wenn sie dadurch an Schätze gelangen. Und anders als die anderen Banden hatten sie angeblich auch eine Art Ehrgefühl, wenn man es so nennen kann. Also habt ihr mit ihnen einen Handel abgeschlossen? Mhm. Und wessen Groschen sind das nun? Von einem reisenden Händler. Wir lauerten ihm auf und... Ihr könnt es euch denken. Doch dem Händler ist nichts passiert, das schwöre ich euch. Aber als wir das Geld dann hatten, ist plötzlich das Sonnenfeuer losgebrochen. Eine ganz in Schwarz gekleidete, verschleierte Frau tauchte einfach auf und hat mit einem Fingerwink 2 von Kareks Männern getötet. Einfach so. Erst wollten wir sie bekämpfen, aber es war zwecklos. Dann sind wir geflohen und kamen zu dieser Ruine. Eine verschleierte Frau mit einer schwarzen Kutte und einer dunklen Stimme. Sie hat nicht viel gesprochen,
Aber ja, sie hatte eine schwarze Kutte. Und sie war anders, unwirklich. Es war furchtbar. Ihr wisst, dass Kareks Männer drei der Magier oben getötet haben? Ja, so viel dann zum Thema Banditen mit Ehre. Ja, ich war dabei. Karek war so wütend darüber, wie alles gekommen ist, wisst ihr? Und dann hat er befohlen, die Männer zu töten. Hauptsache irgendwo verschanzen, meinte er. Ich schätze, ich habe mich in ihm getäuscht. Er war am Ende auch nur ein Verbrecher. Ja, und jetzt wollt ihr, dass ich euch mit dem Geld laufen lasse, richtig? Ja. Ich weiß, es klingt verrückt, aber... Aber es ist das einzig Richtige. Ohne das Geld bin ich verloren. Denn wenn ich zur nächsten Mondwende nichts beisammen habe, wird Borek andere Seiten aufziehen. So hat er es gesagt. Und ihr wisst, was das bedeutet. Was denkst du, Kalia? Ich kann seine Beweggründe verstehen, aber das ändert nichts am Ergebnis. Wenn wir ihn laufen lassen, legitimieren wir damit sein Verbrechen. Ihr solltet euch vor dem Tribunal verantworten. Erklärt ihnen die Umstände und sie werden ein mildes Urteil sprechen, da bin ich mir sicher. Mildes Urteil? Das glaubt ihr doch selbst nicht. Wenn die Stahlkra... der Heilige Orden erfährt, dass ich mich mit Banditen eingelassen habe, dann ist es um uns geschehen. Und selbst wenn es ein mildes Urteil gibt, ändert das nichts daran, dass meine Familie ohne mich und mein Gold verloren ist. Ich weiß. Aber das ändert auch nichts daran, dass ihr Unrecht getan habt und euch den Konsequenzen stellen müsst. Aber ich überlasse dir die Entscheidung. Naja gut, eure Beweggründe rechtfertigen nicht, was ihr getan habt. Das Gold hier ist nicht eures und ihr werdet euch dafür verantworten. Aber verdammt, das war alles ein Fehler, ein verfluchter Fehler. Ich dachte, er greift uns jetzt an. Propheten. Ihr habt sie tatsächlich alle erwischt. Oh, ihr hört nicht auf, mich zu überraschen. Und ihr, Hüterin Sakharisch, danke, dass ihr uns geöffnet habt. Wer ist unser gefesselter Freund hier? Gehört er nicht zu den Banditen? Nein, aber er ist genauso schuldig. Könnt ihr ihn nach Ark eskortieren? Nach Ark? Sicher. Yakil, Miorol, übernehmt ihr das? Nun ja, ich würde sagen, wenn diese Maschine irgendwo ist... Dann hier. Seht ihr beide euch das mal an. Wir halten euch hier den Rücken frei. Ja. Schauen wir doch mal. Lup, da ist sie weg, wenn ich sie ansprechen will. Du noch was zu sagen? Seht ihr das Tor da hinten? Da sollten wir hin. Okay. Ja, mit ihm können wir echt nicht reden. Schade. Na gut, können wir denn vielleicht... Achso, die hat wahrscheinlich hier dann rumgewühlt, wo wir nicht dran können. Hätten wir uns vielleicht mal das Gold genauer anschauen können. Das Tor? Oder welches meinst du? Hier waren wir überall schon gewesen. Oh, der kam halt von da oben irgendwo runtergehüpft. Wo zeigt denn der Questpfeil hin? Wieder da hoch? Können wir da raus? Nee. Questfall. Die Ruinen nach der Maschine durchsuchen. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir... Ach ja, mit dem Hebel das Tor hier geöffnet kriegen. Mit diesen offensichtlichen Sachen hier. Na komm, dann schauen wir mal. Schön, dass du mitkommst. Schön, dass hier wieder Zeug zum Sammeln da ist. Ja, wir sind tatsächlich wieder überladen. Hm.
Oh, erhöht eure Tragfähigkeit dauerhaft. Das ist schön. Ich glaube, da können wir einen guten Trank draus bauen. Können wir den hier mal loswerden? Hier die Bienen im Glas. Auch den Soba. Kling. Immer noch überladen. Ich gehe auch davon aus, dass wir da unten eine ganze Menge Zeug noch finden werden. Sollen wir die ganzen Felle mal weghauen? Zumindest der Fuchspelz ist jetzt nicht großartig viel wert. Eine Säge kann auch weg. Ziegenhaut, den auf jeden Fall. Die macht sich immer gut. Ich schätze, wir haben unsere Maschine gefunden. Aber intakt ist sie wohl nicht mehr. Spürst du irgendwas, Saira? Mit deiner Gabe, meine ich? Nein, nichts. Sehen wir uns das mal genauer an. In Ordnung. Vielleicht finden wir ja irgendwelche Hinweise oder Kleinteile, die wir gleich mitnehmen können. Den Rest wird der Orden dann wohl mit Lasttieren oder Myraden nach Ark schaffen müssen. Ja, dann schauen wir uns mal die Maschine an. Was für ein seltsames Metall. Es ist kein Deut gerostet über all die Jahrtausende. Gut. Dann schauen wir mal. Richtig. Nichts anderes verfügt über so viel unverdünnte Macht. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Na, gerostet nicht, aber halt von Pflanzen überwuchert. Vielleicht Edelstahl. Ja, da geht's nicht weiter. Hängemoos mitnehmen, bitte. Danke. Was haben wir denn hier unten? Das sieht ja auch ganz interessant aus. Pergament. Stahlschwert der Feuersbrunst. Na gut, sind wir halt überladen. Es wirkt auf einer Ebene, die wir noch nicht ansatzweise verstanden haben. Wie eine kosmische Gewalt. Okay. Wieso habe ich eigentlich so viel Zeug bei mir, sag mal? Den Runenbogen. Hier habe ich ja auch nichts. Ich kann ja mal gerade hier die Bücher mir mal noch anschauen, die wir noch nicht gelesen haben. So, Torgan Vesperzunge, machen wir noch eine kurze Lesefolge. Zumindest für die, die es interessiert. Vielleicht haben wir auch noch irgendwelche interessanten Magiefähigkeiten, die ich ja sowieso kaum einsetze. Mal schauen. Aber wie gesagt, es ist mir so mit dem Nahkämpfer wesentlich lieber. Ist eher meine Richtung. Lernen wir noch den Kettenblitz. Und das andere Buch. So, wir sind immer noch... wahrscheinlich haben wir hier eine ganze Menge Zeug mitgenommen. Bitte nach Gewicht sortieren. Tatsächlich ist der Bärenpelz immer noch am... Ja, komm. Tschüss. Der Lederhaut warte ich mal noch. Das können wir dann wahrscheinlich einschmelzen.
Das wären halt auch nochmal 9 Gewichtdinger, die weg können. Dann dürft ihr euch mal da hinsetzen. Okay, das wäre dann das. Dann fehlt uns noch das letzte Teil. Mal schauen, wo wir das finden. Da sollen wir schon mal nicht runter, wie es scheint. Hier vielleicht? Nee. Weil hier auch überall Alpha-Wände. Wo wir nicht weiterkommen. Dann, genau, gucken wir doch mal da unten. Da kamen wir ja her, oder? Ne, da kamen wir her. Okay, vielleicht ist hier noch was. Ne, dann wahrscheinlich da oben. Bist du dann auch schon mal hingegangen? In weiser Voraussicht? Jawohl, guck doch mal. Seltsamer Dynamo. Gut. All die Energie. Sie ist nutzlos ohne den Numinos. Tja, die Frage ist, was ist ein Numinos? So. Hast du schon was gefunden? Ja, diese Pergamente. Das könnten Konstruktionspläne oder sowas in der Art sein, meinst du nicht? Könnten sie, stimmt. Lass sie uns mitnehmen und den Arkanisten zeigen. Das hier sieht nämlich auch nützlich aus, was auch immer das ist. Ja? Du hast recht. Wie ist es möglich, dass sich die Ringe drehen? Lass es uns mitnehmen. Ja, und das hier haben wir auch noch gefunden. Sieht mir nach einer Art Energiespeicher aus, was meinst du? Lass mich mal sehen. Ja, in der Tat. Scheint ein Energiespeicher zu sein, aber er ist leer. Ich glaube, den Rest muss der Orden dann selbst bergen. Ja, vermutlich hast du recht. Hoffentlich haben wir nichts übersehen. Also zurück zu Lishari. Geh voran. Mhm. Ja, mal schauen, was die dann hat. Beziehungsweise, was sie dazu sagt. Aber das hat sich ja gelohnt. Wir haben noch ein neues Schwertchen mitgenommen. Ja gut, dann geben wir das Zeug mal ab. Zum Glück hat es vor dem Absturz nochmal schön gespeichert. Also wie gesagt, die Abstürze sind zum Glück jetzt nicht allzu schlimm. Sind ja meistens nach irgendwelchen Ladescreens, das heißt, es wird sowieso davor gespeichert. Alles noch verkraftbar und so häufig treten sie zum Glück jetzt auch nicht auf. Na? Das ging ja schnell. Und? Ja, Arandial hatte recht. Da hinten ist tatsächlich eine Art Maschine. Wofür allerdings auch immer sie gut sein soll. Sie ist allerdings zerfallen. War ja auch zu erwarten. Ich habe einen meiner Männer nach Ark geschickt. Arandial wird morgen einen Trupp mit einem Dutzend Leon schicken und wir werden alles Brauchbare in den Tempel schaffen. Hoffen wir mal, dass diese Maschine wirklich das ist, was wir uns von ihr versprechen. Ja, übrigens, was das angeht, wir haben dort unten auch noch Pergamente gefunden. Ihr könnt doch Piräisch lesen, oder? Kann ich. Zeig mal her. Interessant. Wirklich interessant. Was? Scheint, als sei diese Maschine wohl wirklich nur ein Prototyp gewesen. Die echte muss sich wohl irgendwo anders befinden. Und hier steht auch ein Name. Die Pyreer nannten diese Maschine das Leuchtfeuer. Sehr symbolträchtig. Allerdings. Na dann. Scheint, als hätten ihr und eure Vision mal wieder den Tag gerettet, Prophet. Für mich gibt es jetzt eine Menge zu tun. Wenn ihr alles erledigt habt, schlage ich vor, ihr kehrt nach Ark zurück und erstattet Bericht. Was meinst du, Saira? Gehen wir oder willst du noch bleiben? Ich glaube, wir haben ja alles abgefrühstückt. Wir gehen. Gut. Danke für deine Hilfe. Dann erstatten wir noch schnell Bericht und dann können wir auch die Folge hier wieder beenden. Ja, mal gespannt, was wir als nächstes noch aufgedrückt kriegen. So,
Der Großmeister hat eine Konferenz im Emporium einberufen, um diese Maschine zu diskutieren, und er wollte uns sehen. Lassen wir ihn nicht länger warten. Na gut, dann gehen wir doch mal schauen, was das wird. Alles, was ich sage, ist, dass es effektivere Möglichkeiten gibt, dem roten Wahnsinn beizukommen. Und heidnische Konstruktionen auf dem Götterauge sind das Letzte, was das Volk in der derzeitigen Situation beruhigen wird. Vielleicht. Aber wenn diese Maschine, dieses Leuchtfeuer, wirklich eine Waffe gegen den Zyklus darstellt, dann will ich sie hier in unserer Nähe haben. Sherim, wie lange braucht ihr für die Rekonstruktion? Das hängt ganz davon ab, wie viele pyreische Forscher ihr griffbereit habt, die uns zur Hand gehen können. Denkt doch mal nach, Aranteal. Wie sollen wir euch eine Einschätzung geben, wenn wir das Ziel nicht kennen? Wir werden uns unverzüglich an die Arbeit machen und euch regelmäßig Bericht erstatten. Aber auf jeden Fall brauchen wir Stahl und pyreischen Kristall. Und zwar viel davon. Dann werden wir ihn liefern lassen. An die Arbeit. Na, wenn das mal nicht unser Wunderkind ist. Hallo. Neidisch. So, reden wir mit ihm in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen an der Stelle. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.